They used to call it the art of warfare. War as a game of strategy. Certain moves can be considered brilliant. Like the French campaign, his greatest triumph. Some moves required brute force, such as the conquest of the Crimea and Sevastopol, the world's strongest fortress. My most able general, said Hitler. Our most dangerous opponent, said the Allies. A Prussian field marshal, obsessed with duty, discerning, obedient. Why wage war for a criminal? Why obedience to the very end? Kaum einer von den Oberbefehlshabern hat sich so oft, ich möchte mal sagen, mit Hitler herumgeschlagen über Lösungen dessen, was an der Front nötig war und so weiter. Diese Dinge wie Manstein. The battle of arguments. Two unequal partners at a map table. The commander banks on his power, the strategist on his skill. Für ihn war der wirklich der nicht wissende Gefreite des Ersten Weltkrieges, der sich einbildete, etwas zu wissen und zu können. Und er sah das sicher als ein Schlacht des Schicksals eben an, dass ihm nun das reine militärische Schicksal Deutschlands unterstand. Manstein believed he was serving Germany by waging Hitler's war and by prolonging it. He didn't want to see the crimes. Wenn er in der Lage war, und so schätze ich ihn ein, dass er in der Lage dazu war, zu erkennen, dass dieser Krieg verloren ist, dass Verbrechen hinter der Front passieren, dass Verbrechen in der Heimat passieren, dass dann eben man bereit sein muss, eben die Zustände zu ändern. Und wenn man den Kopf dafür eben zerschlagen muss, dann muss man den Kopf zerschlagen. That he was never prepared to do. The embodiment of hope for the resistance was a prisoner of his obedience. Manstein war kein Nazi, alles andere als ein Nazi. Und es gab unüberbrückbare Gegensätze zwischen Hitler und Manstein auf beiden Seiten. Aber nach Tradition und Erziehung glaubte er, seine Pflicht tun zu müssen. Das kann man verurteilen, das kann man sagen, das ist ein Versagen. Oder man kann Verständnis dafür haben, wenn man Tradition und Geschichte, Erziehung einer Generalsgeneration zugrunde legt, die in einer tausendjährigen monarchischen Erziehung groß geworden sind. Even as a child, Erich von Lewinsky dreamt of becoming a soldier. It was my inheritance, he said. He was adopted by the von Mansteins and brought up in the tradition of the Prussian Officers' Corps. Like his forebears, he wished to serve the Emperor and the Fatherland. His life as a soldier began at cadet school in Berlin-Lichterfelde. Their drill was founded on the principles of obedience, comradeship, duty. At the wedding of Crown Prince Wilhelm, Cadet Manstein was among the party. As page boy to a Russian Grand Duchess, later to be an enemy, when his emperor led the empire to war. Lieutenant Manstein had to break off his training. He was glad to get to the front. A talented staff officer, he was wounded in close combat and shattered by the defeat. Lucky to have survived. Republic, for Manstein the word meant chaos. He was taken on by the new Reichswehr, one of only 100,000 men who dreamt of a new strength, who despised democracy,
yet thought themselves non-political. Wir waren ja damals mit Eintritt in die Reichswehr, damaligen Reichswehr, ich bin 1926 eingetreten, sind wir die Verpflichtung eingegangen, unpolitisch zu sein. Und uns stand auch keinerlei Wahlrecht zu. Wir waren extrem unpolitisch durch Sieg erzogen. Vielleicht macht das ein Fehler gewesen sein. Or self-deception. Rejecting politics is also a political stance. Party bickering at the Reichstag disgusts me, said Manstein. Ein überzeugter Demokrat ist er sicherlich nicht gewesen, sondern er stand ja loyal zu der jeweiligen Regierung, soweit sie legal war. The new government was legitimate, technically, and, like Manstein, against Democrats. Sie haben vernichtet, was sie vernichten konnten. Ein 14-jähriger Arbeit, in der sie von niemandem gestört worden sind. Hitler's rise to power was no bad thing in Manstein's eyes. He abhorred the brown shirt mob, though he hoped for a strong army. But when Jews were no longer allowed to serve, only one man protested. Vor allen Dingen hat er sich eingesetzt für einen jungen Offizier, einen Leutnant von Schmeling, dessen Fähnrichsvater ich gewesen war und den ich besonders kannte und auch persönlich schätzte. Für den hat er sich wegen des Arierparagraphen außerordentlich gut, scharf eingesetzt und ist sogar interveniert bis zu Beck. His first disagreement with those in high places. He wrote to his superior, that we unreservedly agree with the ideas on race and national socialism is beyond doubt. But the soldier's honor must not be forgotten. Is this already a form of resistance? The protest fizzles out. He is closer to the Reich president, an uncle by marriage, than he is to Hitler. But after Hindenburg's death, the former Lance Corporal rules alone. He has already stripped the SA of its power. The army now swears allegiance to him personally. Manstein serves the Führer as he once did the Emperor, unconditionally, loyally, but also as a career move. Hitler needs experts for his wars. Men like Manstein, he's considered a brilliant strategist. He is promoted as rearmament begins. The Major General is not very popular with other officers. He assumes he knows better and is usually right. A man with a future, ambitious, a new Moltke. In Berlin, he already saw himself as the up-and-coming chief of staff, a house of his own, a staff car, a golden future. Only scandal could halt his rapid rise. Werner von Fritsch, the army's commander-in-chief, was falsely accused of homosexual offenses and dismissed. His closest colleague went with him, Erich von Manstein. The fall of an idol, it came as a shock. Die Sache mit Fritsch, das hat ihn, den er ja sehr verehrt hat, dessen Bild er auch immer bis zum Schluss auf seinem Schreibtisch hatte, genau wie das von Beck, das hat ihn sicher sehr mitgenommen. Und das zeigte sich darin, da hatte er mit uns nicht drüber gesprochen und wir waren nachher sehr unglücklich. Er hat daraufhin sofort unser sehr hübsches Berliner Haus verkauft, weil er gesagt hat, er ginge nie wieder nach Berlin zurück. A hitch in his career, becoming not chief of the general staff in Berlin, but division commander in Liegnitz, in provincial Silesia. Officially, it was a promotion. In fact, he'd been put out in the cold. But experts like him were hard to do without. March 1938, the Wehrmacht marches into Austria. Manstein had developed the plans. Entry into the Sudetenland. As chief of staff of an army, he contributed to Hitler's triumph. The invasion of Poland, a leap forward in Manstein's career. Chief of staff of an army group. The Blitzkrieg, also his achievement.
During the victory parade in Warsaw, he stands before Hitler in the front row. France, the next target. Hitler wanted to attack as soon as possible. The tactics resembled the Schlieffen plan, which had failed previously. Der ursprüngliche Aufmarschplan sah ja vor, dass die deutsche Armee mit einem starken rechten Flügel, wie gehabt 1914, durch Holland und Belgien, also Holland kam noch hinzu, im Ersten Weltkrieg war ja Holland noch ausgespart, in die nordfranzösische Ebene vorstoßen sollte in Richtung auf Paris. But Hitler was dissatisfied with his general strategies. What about the element of surprise? Manstein asked himself the same question. At the Elector's Castle in Koblenz, the chief of staff of Army Group A devised the counter-strategy which made him famous. In 7 memoranda to the upper echelons, he pointed out the advantages of his plan. But the top brass procrastinated. They considered Manstein's strategies too risky. The troublemaker on his way up was transferred again to Stettin, then in eastern Prussia. But his strategy could not be buried. Hitler's chief adjutant heard of it and summoned Manstein to the new Reich Chancellery. February the 17th, 1940. Manstein explained to Hitler how France could be deceived and conquered. Powerful tank divisions of Army Group A would advance where the enemy least expected them. A lightning offensive through the Ardennes. The area was considered tank-proof and was barely fortified. Simultaneously, Army Group B would attack Holland and Belgium, provoking a counteroffensive by the Allied troops. Then the trap would shut and the enemy's retreat would be cut off. By a rapid advance to the Channel coast, like the cut of the scythe across France. The concept of Blitzkrieg. Es war ein sehr kühner Plan. Es war ein Plan mit einem relativ großen Risiko. Auf der anderen Seite hatte er ein entscheidendes Plus. Und das ist überhaupt immer das letztlich entscheidende Moment im Kriege, die Überraschung. Hitler was immediately convinced. An offensive exactly as he'd imagined it. But, as Manstein noted in his diary, the genius lacked the complementary figure of a general truly trained in strategy and also passionate for victory. Hitler was not quite so flattering about Manstein. He's certainly a clever fellow, but I don't trust him. May the 10th, 1940. The sideline strategist notes in his diary, start of the offensive in the West. I am sitting at home. But after a few days, it became clear that the strategy was working. Its creator soon became famous. Allmählich sprach es sich herum, dass diese Umorganisation und auch die strategische Planung im Wesentlichen auf eine Person zurückging, den damaligen Chef des Stabes einer Heeresgruppe, den General von Manstein. The tanks advance against scant resistance to the French coast. Manstein leads only one army corps. Then, the surprise. Hitler halts the advance. The defeated British army manages to flee across the Channel at Dunkirk. Manstein had wanted a decisive result. Later, he called it a lost victory. Paris in German hands. Manstein's plan had made it possible. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt, der völlige Zusammenbruch der ganzen französischen Front. Hitler called this victory the most beautiful moment of his life. And Manstein's role? Rather insignificant, said Hitler. Of all the generals with whom I discussed the plan, Manstein was the only one who understood what I meant. Ja, er hat es damals natürlich als seine größte Leistung gesehen und wir zu Hause wussten, dass es von ihm stammte. Und er war natürlich entsprechend nicht gerade sehr erfreut, dass nunmehr alle anderen den Plan einschließlich Hitler für sich reklamierten und
dass Hitler ihn als seine geniale Idee und Tat verkaufte. From France to Russia, Operation Barbarossa. The war took on a new dimension. The army's instruction, annihilation. Manstein now commanded a tank corps. He maintained that he did not pass on the Commissar decree. Shooting prisoners, he said, would be unsoldierly. He refused to see how criminal the war really was. A quick thrust. This was how he made himself eligible for higher duties. He was given his own army and a new task. Da hieß es also, Sevastopol muss bis Weihnachten erobert sein. Und unsere Division hat doch hinterhergeschoben, wir wollen auf alle Fälle dem Führer ein Weihnachtsgeschenk machen. The war had become that absurd. Crimea was designated as a settlement area for South Tyroleans. Hitler was already calling Sevastopol Theodrichhafen. Manstein's Battle of Logistics. Er war ein Stratege, ja, möchte ich sagen. Die Soldaten mehr oder minder als Schachfiguren oder Figuren auf dem Brett hin und her jongiert. Das war seine Art. Konnte er vielleicht sehr gut, gebe ich zu. Aber vor allem Menschenseite her führt nichts von ihm zu mir. A murderous battle against the Red Army and the Partisans. A war of annihilation. Manstein was caught up in it. He issued these orders. The Jewish Bolshevist system has to be exterminated. Harsh revenge on Jewry is a necessity. An executioner? Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Das ist nicht, für mich ist das nicht Manstein. What was Manstein? Anti-Semitic? Opportunistic? Or merely ambitious? It was by the same orders that Manstein forbade his soldiers cruelty, individualism, slovenliness. The illusion of a fair war and the reality in the East. December 41. The attack on Sevastopol, Hitler's Christmas gift. Manstein intended to take the fortress within 11 days. The first attack, a disaster. Unsere Bataillon war nachher zusammengeschmolzen auf 24 Mann, ohne Offiziere, ohne Unteroffiziere, also auch kein Feldwebel. Ein Gefreiter hat uns also weitergeführt und der Befehl war immer noch weiter angreifen. Und wenn ich an diese Leichenberge denke, dann kann ich also nur wieder sagen, also das war verbrecherisch. Crimea was a theater of war and murder. Behind the lines, the Einsatzgruppen had murdered 90,000 people since the beginning of the war. Jews, communists, gypsies. Manstein claimed ignorance of it. Von den Aufgaben der Einsatzgruppen wusste ich nur, dass sie zur Vorbereitung der politischen Verwaltung, also zu einer politischen Überprüfung der Bevölkerung der besetzten Gebiete im Osten vorgesehen waren und dass sie nach Sonderanweisungen und unter Verantwortung von Himmler arbeiteten. Was that all? A captain en route to Manstein's headquarters saw what the Einsatzgruppen were really doing. The scene of the crime. Da lagen also schon mehrere Lagen von Leichen drin. Und dann sind sie also nach so einer Salve wieder eingestiegen und haben die, die noch lebten, mit der Pistole in den Kopf geschossen oder sonst wie umgebracht. Also im Grunde genommen ein Massenmord. Manstein replies to his counsel at the Nuremberg trials. Haben Sie nie eine Meldung über Judenerschießungen bekommen? Ich habe keine Meldung über eine Judenerschießung bekommen. Ich habe also die Möglichkeit gehabt, ihm das zu melden und habe also festgestellt, dass ihn das in dem Moment, wo ich ihn gebeten habe, etwas dagegen zu unternehmen, er abgewehrt hat
und im Grunde sich dann auch rein auf seinen militärischen Bereich zurückgezogen hat, weil er auch immer wieder gesagt hat, dabei bei dem Gespräch auch, er hat keinen Einfluss auf diese rückwärtigen Gebiete, die unterstehen ihm nicht. Und im Übrigen also hat er jetzt andere Sorgen. He was only interested in the front and what he suppressed, others should not learn. Hier gebe ich Ihnen auch den Befehl, darüber nicht weiter zu reden. Und im Übrigen also, ich fühle mich durch den Eid gebunden, meinem Oberbefehlshaber zu gehorchen, also im Grunde genommen eine Flucht vor der Verantwortung. The second assault on Sevastopol, May 42. Before it was stormed, the fortress was softened up by a rail-mounted cannon called Dora. After an epic siege and 42 days of bitter fighting, the city fell. Hitler's Christmas gift. 10,000 soldiers had to pay for it with their lives. The feeling of victory on a battlefield, said Manstein, is an extraordinary experience. For July the 1st, 1942, his diary says, "Very thankful to God and all those who have shed blood for this victory." The cult of victory, Hitler struck a new medal, the Crimean Shield, and bestowed the Marshal's baton on Manstein, who said he had earned it. The family guards the relic to this day at a safe location. "Whether I have now fulfilled my ambition," he wrote to his wife, "I do not know." Congratulations at the Führer's HQ. Hitler now saw his field marshal as a miracle weapon for the Eastern Front. Where all else had failed, Manstein was to bring Leningrad to its knees. He sees his son Gero one more time. A few days later, his son is dead, killed at the front. There was no time for grief. Hitler dispatches him to the next crisis. The Sixth Army, encircled at Stalingrad. The strategist is expected to salvage what can be salvaged. He has hardly any troops, yet he is optimistic. The soldiers of the Sixth Army are pinning their hopes on him. He sends them a message. "We will do everything to get you out." Manstein hatte diese Hoffnung, weil er nach der Eroberung von Sevastopol, nach dem Frankreichfeldzug, glaubte, einen besonders steilen Brett Hitlers zu haben und deshalb sich einiges leisten zu können und einige Erfolge haben zu können in der militärischen Führung, weil Hitler überzeugt sein müsste, dass er der Stratege war. Er hat sich überschätzt und Hitler unterschätzt. Manstein knew that the Sixth Army could not be supplied from the air, yet, like Hitler, he believed they should hold out. At first, he wanted to assemble enough troops. Then he, too, supported a breakout. But he did not want to issue the order himself, nor could he. Manstein hat die Weisung von Hitler gehabt, dass er dafür verantwortlich wäre, die Festung dafür zu sorgen, dass die Festung gehalten würde, dass sie nicht ausbrechen darf. Manstein urged his commander to authorize the breakout. Hitler demanded that they stand fast at any price. He was dreaming of the oil fields in the Caucasus and a thrust by Manstein as far as India. But Manstein said the fate of the Sixth Army was at stake. They had to break out immediately. November the 26th, 42. Manstein writes in his diary, "Rejected by the Führer." There was one last hope, a rescue operation. General Hort was to fight his way through to the encircled army with three divisions. Operation Winter Gale. The aim, to make a breach. Manstein noted, "Operation Thunder may have to follow immediately." Thunder meant breaking out of the encirclement. Paulus hatte damit den Befehl, auch den Ausbruch vorzubereiten.
Mehr konnte man Stein nicht befehlen. Denn wenn er mehr befohlen hätte, wäre innerhalb von 6 Stunden das rückgängig gemacht worden, abgesehen davon, dass er selber weggeschickt worden wäre. Aber das ist nicht der Punkt, sondern Hitler sagte einfach nein, nicht? Und damit hatte sich, das hatte keinen Sinn. Hort's tanks came within 48 kilometers of Stalingrad. Then a new crisis. The collapse of an Italian army destabilized the southern front. Manstein had to fill these gaps, so he broke off the attack. Wir waren also völlig niedergeschlagen, dass das also misslungen war, und praktisch unser Zorn und unser Hass, muss ich schon sagen, unser Hass richtete sich auf Hitler. For the encircled army, soon there was no hope left. Manstein put on a brave front. Er hat mir gesagt, also Lage ist beschissen, aber noch nicht hoffnungslos. Das waren seine Worte. That was January the 3rd. Officers like Bismarck were still being flown into the encircled army. He had just overheard Manstein phoning the high command in Berlin. Er hat gesagt, er ganz klar hat oder nüchtern gesagt, der Weltkriegsgefreite sollte nicht seine Erfahrung von Verdun übertragen. Was die Leute hier durchmachen, ist ganz erheblich mehr. Und das geht an die Grenze der Möglichkeiten. The 6th Army was expected to tie up Russian troops, not surrender. A 6th Army captain described the tragedy to Manstein. Der sagte mir dann am Schluss, sagte mir, hören Sie mal, Bier, wenn Sie beim Führer sind, tragen Sie das so vor, das kann den Mann beeindrucken, wir hoffen es jedenfalls, aber ob es wirklich was wird, wage ich zu bezweifeln. Manstein believed that he'd done his best for the 6th Army. The encircled men saw it differently. Die Schwäche war, dass er nicht entschieden genug Hitler gegenüber gesagt hat, bis hierhin und nicht weiter. Man kann ja auch zurücktreten. Und notfalls kann man sich auch zum Tode verurteilen lassen, wenn man so überzeugt ist, dass das ist. Und er war davon überzeugt, dass diese Entscheidung, Stalingrad dort stehen zu lassen, falsch war. Es wäre möglich, dass es ihm seinen Kopf gekostet hätte. Aber dafür ist man Feldmarschall. In Stalingrad waren 306 oder über 300.000 Soldaten, von denen 6.000 aus Gefangenschaft nach Hause gekommen sind. Das musste er wissen, das musste er sehen. For others, the dead at Stalingrad meant more than just a lost battle. For men such as Count Klaus Schenk von Stauffenberg, a coup d'etat was now more urgent than ever. The embodiment of hope for these men was Manstein, Hitler's most able general. He could lead the Wehrmacht toward resistance. Don Army Group HQ, end of January 43. Stauffenberg tried to gain Manstein's support for the coup d'etat. A frank discussion behind closed doors. Ich kann nur sagen, dass Stauffenberg sehr enttäuscht zurückgekehrt ist, weil er nicht die Zustimmung von Manstein bekommen hat. Die Begründung hat Manstein ihm auch gegeben und hat die Begründung gesagt, ein Truppenführer seiner Verantwortungsstelle kann nicht die Truppe praktisch zum Befehlsverweigerung auffordern, weil das zum Gesamtzusammenbruch der Front führen muss. And Manstein added, it was too soon. The people were not ready. It was also too late, since the Western Allies had already asked for unconditional surrender in Casablanca. While at Manstein's headquarters, Stauffenberg said to an officer, Erkenntnisse haben sie alle, die Generäle. Aber nur die wenigsten sind bereit, zu handeln. Caught between duty and resistance, Manstein chose obedience. He told someone who had chosen resistance, Prussian field marshals do not mutiny. Preußische Feldmarschall müssen meutern, wenn es notwendig ist. Dafür sind sie Feldmarschall. Sonst sollen sie Bataillonskommandeur bleiben. Da brauchen sie nicht meutern. Was soll er denn handeln? Bitte sagen Sie mir das mal, hat noch nie einer sagen können. Was soll Manstein handeln? Was soll er machen? Er kann doch nicht mit seiner Heeresgruppe kehrt machen, nach Berlin marschieren.
Er hätte sich zur Verfügung stellen müssen. Er hätte ja nicht die Pistole gegen Hitler greifen müssen. Er hätte nicht dabei sein müssen, wenn etwas passiert. Aber er hätte auf jeden Fall als Figur dabei sein müssen. After Stalingrad, Manstein's troops were facing annihilation. The Red Army, seemingly unstoppable, now advanced westward. The collapse of the Eastern Front? This was Manstein's finest hour. He devised a counterattack and Hitler sensed success. He was on hand to interfere in the operation. 5 consultations in 3 days. At the map table, as so often, opinions differed. Konfliktpunkte waren eigentlich immer die, weil Manstein Ideen hatte, Gedanken hatte. Natürlich bewegten sie sich häufig nach rückwärts. Denn wenn ich Leute sparen will und einen Erfolg haben will, dann muss ich mich hin und her bewegen. Und da gab es immer den Zweifel. Da sagte denn der Hitler häufig, da wollen wir gar nicht drüber reden. Das war ganz deutlich, dass er ihm da das Wort abschnitt. Hitler forbade retreat, but Manstein wanted room to maneuver. Die Hauptschwäche war die Fehleinschätzung von Hitlers wahrer Persönlichkeit und Natur. Daraus resultierend hat er eben lange, zu lange geglaubt, mit sachlicher Argumentation Hitler zu überzeugen und hat eben geglaubt, dass man mit Überzeugung auch bei Hitler zu einem Ergebnis kommen könnte. Und dieses war eben ein großer Irrtum. He gradually realized that the war could not be won with this Führer, which he wanted to win, if only to satisfy his ambition. He wanted to retreat from conquered territory, lure the enemy in and then attack their flank. Hitler rejected this strategy. Dann erlebte er aber, dass bis auf 30, 40 Kilometer russische Panzer bis ans Hauptquartier hier rankam und daraufhin haut er sofort ab. Und dann kommt ihm eine Zeit, und das ist die Zeit dieser Operation, von einigen Tagen, Woche, ich weiß nicht mehr genau, wo tatsächlich Hitler nichts gesagt hat. Das einzige Mal, wo Manstein völlig freie Hand hatte. Certain of victory, Stalin's troops advanced and fell into Manstein's trap. Like a chess player castling, he shifted his troops and counterattacked. To have stabilized the Eastern Front after Stalingrad, Manstein considered it his greatest achievement. The success strengthened a fatal belief that this war was far from lost. Er muss wohl auch da ein bisschen Optimist gewesen sein. Ob er im Innersten seines Herzens damals schon von einem Misserfolg überzeugt war, das möchte ich eigentlich nicht glauben. Nach der Einstellung, die er hatte, war er der Meinung, dass man mit Motivation und mit den richtigen, rechtzeitigen Eingreifen doch noch ein Remis herbeizaubern könnte. That was an illusion, with or without Hitler. He would never again give Manstein a free hand. It was his war. He decided the strategy. Manstein obeyed. Hitler planned to weaken Stalin's army crucially in a huge tank battle. The date for the attack was changed again and again. Er war sehr ärgerlich und hat zum Ausdruck gebracht bei den Gesprächen, dass jeder Tag, den wir Verzögerungen haben, den Erfolg in Frage stellen wird. The Field Marshal had to cool his heels until Hitler made up his mind. He sent Manstein to Bucharest, a feint to deceive the enemy. Stalin was meant to feel safe, while the German armies regrouped. July 43, the tank battle of Kursk began with a delay. Manstein's army group carried out the main thrust. He was certain of victory. But the Soviets were ready for them. Operation Citadel failed. Was it Manstein's fault? Das Versäumnis liegt darin, auf das generell von Tag zu Tag größer werdende Gesamtrisiko der Gesamtoperation hinzuweisen. Sodass man bei uns der Eindruck war, naja, das wird schon gut gehen. Nicht? Manstein sagt ja, das wird schon gut gehen.
optimism to the bitter end. The war had long been lost, but Manstein, the chess player, still hoped for a stalemate. Rommel called Manstein a man of illusions because he believed that Hitler would pass the command on the Eastern Front to an expert like himself. With Marshal Kluger's help, he tried to convince Hitler. Ehe die überhaupt anfangen konnten, was zu sagen, hat Hitler gesagt, meine Herren, ich weiß genau, was Sie von mir wollen. Darüber rede ich nicht. Feldmarschall von Manstein, fangen Sie an, mir die Lage Ihrer Heeresgruppe an der Front zu erläutern. The situation was precarious. The whole Eastern Front was retreating. Hitler remained obstinate. Between the Lance Corporal and his Field Marshal, the atmosphere grew increasingly chilly. Er führte eigentlich gegen ihn einen eigenen Krieg. Er musste sich bei allen seinen Maßnahmen überlegen, was sagt der Hitler dazu, vor allem wenn es entscheidend war. Es war also eine Front für sich. Hitler didn't want to know about the enormous losses. Häufig hat er gesagt, wenn er die Tür zugemacht hatte, er sagt, mein Gott, ist das ein Idiot. Habe öfter erlebt, selbstverständlich, dass auch Hitler mit der Hand auf den Tisch geschlagen hat und gesagt hat, das wird so gemacht. Am Schluss war immer, Hitler hat dann meistens noch mal wiederholt, was er wollte, weil er sich nie sicher war, dass das geschah. Aber er konnte sich bei Manstein eigentlich immer sicher sein. Letzten Endes hat Manstein, so wie sich das für einen preußischen Offizier nun mal gehörte, denn als solches betrachtete er sich immer wieder, seinen Gehorsam geleistet. Manstein retreated to his position of obedience. He suppressed knowledge of the crimes. He distanced himself from the resistance. He refused to see that the war was lost. He passed his days at the front with classical music, chess, and card games. His slogan was still, "A war is only lost when you think it is." The dying went on. Hitler mistrusted his generals, especially Manstein, who argued and wanted too much power at the front. A time cover inflamed Hitler's suspicion. Goebbels called the Prussian Manstein Marshal Retreat. He was not a Nazi, he could not be trusted. As yet, Hitler couldn't do without his most able general. March 44, the conflict escalated. Once again, a whole army was encircled. Once again, Hitler demanded they stand fast. Manstein insisted on breaking out, threatening to resign. Hitler gave in at the very last moment. The army barely got away. His last lost victory. 6 days later, Manstein was summoned to see Hitler. His army group already knew about it. He would be asked to take leave to recover his health. March the 31st, 44, the Obersalzberg, the final act. Hitler explained that everything depended on rigidly holding out. Er hat ihm wohl Elogen gemacht in Bezug auf seine strategischen Fähigkeiten bei Angriffsoperationen, hat aber gesagt, ich kann Sie jetzt im Süden nicht gebrauchen und der Feldmarschall Model wird Ihre Tätigkeit übernehmen. Und Manstein hat geantwortet, mein Führer, Sie mögen mir abnehmen, dass ich alle mir zu Gebote stehenden strategischen Mittel anwende, um den Boden zu verteidigen, in dem mein Sohn begraben liegt. Hitler pretended that he still had full confidence in Manstein and promised he would see action again later. But the fact remained that Manstein had been dismissed. A field marshal who no longer had a task. While Hitler wanted to hold his fronts in order to continue the war of annihilation behind them, Manstein lived in the illusion that his warlord could not do without him.
even as the front collapsed. In the west and in the east. He drove to the Army High Command in Tsossen, hoping to lead at least a battalion, but he was no longer wanted. At the end, the Field Marshal was put in prison as a war criminal. In Hamburg in 1949, Manstein was the last general to face a British military court. The charges, crimes committed in Poland and the Soviet Union. He didn't feel in the least guilty. He was concerned with more than his own fate. To him, he was not only defending himself, which of course is how you have to do, but he was fighting, I'm sure, for the honor of the German army. The sentence, 18 years in prison. After some protest, also by Churchill, he was granted early release in 1953. It had been decided that a new army was needed. Manstein was ready. Das ist eine alte preußische Tradition, dass ein Feldmarschall niemals außer Dienst ist. Und Manstein war von dem Pflichtgefühl beseelt, dass er glaubte, seiner Verantwortung gerecht werden zu müssen, indem er durch Ratschläge, durch Hilfen an der Wiederaufstellung neuer Streitkräfte sich beteiligte. Manstein unambiguously advocated conscription. The judgment about him remains ambiguous. Ich bewundere den Manstein als den größten deutschen Strategen, den die Wehrmacht gehabt hat. Er war ein begnadeter Fachmann, messerscharfen Verstand, hervorragende Formulierer, konnte einen überzeugen. Ein musischer Mensch, überhaupt kein Kommisskopf, ganz das Gegenteil von einem Kommisskopf. Ganz selbstdiszipliniert, strenge Selbstdisziplin hatte er. Ein guter Schachspieler. Vorwerfen muss ich ihm, dass er nicht versucht hat, mit den anderen Feldmarschallen gemeinsam rechtzeitig auf eine Beendigung des Krieges zu drängen. A military genius, but a moral failure.